Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem TLV und herzlich willkommen zurück zu Spookys Jumpscare Mansion. In der heutigen Folge werden wir uns Raum 600 bis Raum 700 stellen und ihr merkt schon, wir nähern uns langsam dem Ende. Und vergesst wie immer nicht, einen Daumen nach oben zu geben, Freunde. Lasst ein kleines Kommentar da. Und jetzt starten wir. Fahren mit dem Fahrstuhl, wie immer, ganz weit runter. Und begeben uns dann erneut in das Labyrinth des Horrors, das Labyrinth des Schreckens, das Labyrinth der Ängste, die sich dort drin befinden. Und ja, das war ein bisschen Aufzuggelaber von mir, Freunde. Wir sind jetzt runtergefahren und jetzt geht's los. Weitere 100 Räume liegen vor uns. Wir gehen das heute ganz gechillt an. Wir machen so einen kleinen Spaziergang jetzt, weil die letzte Folge war ja ziemlich kurz, muss ich sagen. Aber letzte Folge lief halt, ne? Da konnten wir einfach durchmarschieren. Das ging einfach als zu, als gemacht. Und ich schätze mal, in dieser Folge wird das Ganze dann aber bestimmt wieder sehr viel länger dauern. So ist es immer. So ist es immer. Wenn die 100 Räume gut flowen, sind die nächsten 100 Räume ekelerregend. Aber gut, so ein Abschnitt. Ich freue mich. Ich freue mich. Jetzt muss ich hier wieder alles im Kreis laufen, bis dieser scheiß Dreckszettel auftaucht. So, da ist schon mal der erste Zettel. So, da gucken wir jetzt drauf. So, oh ja, hallo, ja. Jetzt gehe ich um die nächste Ecke, dann kriegen wir erstmal einen Jumpscare. Also haltet euch bereit. Oder auch nicht. Noch einmal rum? Noch einmal rum? Ja, jetzt ist... Das erschreckt mich trotzdem, Alter. Okay, jetzt gucken wir nochmal auf den Zettel hier. Ja, jetzt müsste ich hier... Jetzt müsste ich durchkönnen. Okay, alles klar. Ja, ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, wie das funktioniert. Man muss sich diese scheiß Zettel angucken. Dann kommt man da auch weiter. Nicht einfach 20 Mal im Kreis rennen. Obwohl ich glaube, dass das auch funktioniert. Wenn man ganz oft im Kreis läuft. Oder man fängt sich halt diesen Jumpscare... Und kommt halt ein bisschen früher durch. Ist ja auch schön, ne? Ist ja, ne? So mit Jumpscares bezahlen. Kann man machen. Oh nein. Nicht der Abschnitt. Nein, nein, nein. Hör auf. Bitte nicht. Scheißen, Dreck, Kacke. Okay, muss ich jetzt nicht Power wiederherstellen? Ne, noch nicht, ne? Ich muss erst noch weiter. Okay, gehen wir erstmal noch weiter. So, was hier jetzt? This old place is somehow even worse than the new GL Labs. Ja, hier ist, hier muss ich jetzt Strom, ne? Genau, okay. Hier läuft jetzt der ganze Laden wieder. Jetzt kann ich hier durch die Türen durch. Mach mal auf. Sehr gut. Open. Wo bin ich jetzt hier? Ey, keine Ahnung, Mann. Wo komme ich hier hin? Hier ist auch irgendein Zettel. Ja, hier haben wir dann ja gleich... Hier haben wir dann gleich hier dieses eine komische Monster. Dieses... Ah, hier geht's nicht weiter. Dieses, Wurmmonster oder wie das Ding heißt. Oder es sieht jedenfalls aus wie ein Wurm. Oder so ähnlich. Wie eine große Schlange. Ja? So... Wie ein Wurm halt. Nur groß. Versteht, was ich meine. So. Jetzt müssen wir hier durchgehen. Ist zum Glück gar nicht creepy. Überhaupt nicht gruselig hier drin. Schön durch die... Ja, ja, mach's mit der Axt kaputt. Schön durch die Gänge gehen. Hallo, guten Abend. Ich freue mich. Jetzt hier wieder raus. So. Jetzt lese ich hier den Zettel. Oh ja, hallo. Ja, ja, guten Abend. Jetzt geht's hier weiter. Wo muss ich denn jetzt hin? Links oder rechts? Einfach geradeaus, ne? Ja, es geht auch nur geradeaus. Ha! Okay. So, warte mal. Und wenn ich jetzt da rauskomme... So. Jetzt gehe ich da hoch. Stelle die Power wieder her. So. Und jetzt müsste das Vieh kommen! Fucking shit! Fucking hell! Ah! Boah, ich hab gespuckt. Bis in meine Nase habe ich gespuckt. Okay, und jetzt müssen wir rennen. Jetzt müssen wir rennen. Jetzt ist so ein komisches Vieh hinter uns. Das ruft jetzt diese komischen Visionen hervor, die wir zwischendurch haben und verfolgt uns irgendwie. Ich habe bis heute noch nicht die Mechanik von diesem Vieh rausgefunden. Könnte sein, dass wir jetzt sterben. Bin mir nicht sicher. Oh, es ist hinter uns. Fucking hell. Man muss vor dem Vieh eigentlich einfach nur weglaufen. Aber es ist übelst nervig, das Ding. Okay, einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen. Da ist auch schon das Ende. Komm, 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 komm. Okay. Keine Ahnung, wie lange mir das folgt, aber das Ding ist halt... Das Ding sieht aus wie... Ich werde mich jetzt natürlich nicht umdrehen und es euch zeigen. Aber es sieht aus wie so ein Typ mit ganz langen Haaren. Und das... Oh Gott. Und es ruft halt diese Visionen hervor. Und, ja. Eigentlich muss man vor dem Vieh, glaube ich, nur wegrennen. Aber es hat mich auch schon beim Wegrennen ein-, zweimal gekillt. Obwohl ich einfach nur weggerannt bin. Also, keine Ahnung, Leute. Ich weiß es doch nicht. Ich bin nicht Jesus, ich kann es nicht wissen, ich laufe einfach nur. Das ist alles, was ich kann. Wegrennen, ganz schnell. Okay. Wir haben aber die Viertel von dieser Runde auch schon wieder geschafft, ey Leute. Es float richtig gerade. Keine Ahnung, was das soll, aber ich möchte mich nicht beklagen, ja?
Ich habe da kein Problem mit. Machen wir einfach so weiter. Oh, es ist hinter mir, fucking hell. Seht ihr, was ich meine? Genau das meinte ich nämlich mit keine Ahnung, wie die Mechanik funktioniert. Weil manchmal ist alles okay bei diesem Vieh so, ne? So alles easy, du rennst einfach und alles ist safe. Und manchmal kriegst du einfach als einen reingeschlagen von hinten. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. So, Freunde. Raum 630. Über ein Viertel schon wieder geschafft. Und wir machen jetzt einfach ganz normal weiter. So als wären wir nie von irgendeinem außerirdischen Spacewurm angegriffen worden. Denn das ist nicht passiert. Nur in euren Träumen. Hört auf, euch solche Sachen vorzustellen. Davon schläft man schlecht. Oh Gott. Diese kleinen Jumpscares, manchmal erwischen die mich überhaupt nicht. Ihr merkt das ja, wenn ich manchmal so durch die Gänge gehe, dann erwischen die mich manchmal überhaupt nicht. So null, ne? Das Ding kommt raus, juckt mich nicht. Aber manchmal sind die richtig schlimm. Manchmal sind die schlimmer wie die großen Monster, die einen verfolgen. Möchte ich nur mal anmerken. Okay, Raum 637 jetzt. Komm langsam aber sicher voran. Wir haben Spaß, oder Freunde? Wir haben Spaß, ne? Ab wieder so ein scheiß Raum, hör doch auf. Donk, ja, alles klar. Alles klar. Rechts zuerst? Merkwürdig. Dann bestimmt links als nächstes. Nein, natürlich nicht. Also rechts und nochmal rechts wahrscheinlich. Und jetzt geradeaus. Und jetzt links. What the fuck? Okay, rechts, rechts, geradeaus. Und nochmal geradeaus. Ja, sehr gut. Okay, hier ist die Tür. Weiter geht's. Weiter geht's. Alles easy. Kein Problem. Ich bin der Rätselmeister, Leute. Das wollte ich auch nochmal anmerken, ne? Nicht, dass ihr irgendwie das verwechselt. Weil wenn jemand anders behauptet, seht ihr so mit Jumpscares gerade zum Beispiel. Habe mich absolut kalt gelassen. Aber falls jemand anders mal behauptet, sie könnten Rätsel lösen oder wüssten Bescheid, glaubt diesen Leuten nicht. Nur ich weiß Bescheid. Ach je, ey. Ja. Was kann ich euch noch Schönes erzählen, Leute? Wir sind jetzt bei Raum 644. Das war eins meiner Ziele für heute, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Raum 644 zu erreichen, war auf meiner Liste. Kann ich jetzt hier drüben abhaken und wir haben es geschafft. Und ja, was könnte ich euch noch erzählen? Raum 645, auch dieser Raum war, wie vielleicht zu erwarten war, auf meiner Liste von Räumen, die ich heute schaffen möchte. Kann ich auch jetzt hier auf der Liste abhaken. Genauso wie ich gerade sehe, Raum 646 ebenfalls auf meiner Liste von... Oh fuck, Tausendfüßler. Nope. Nope, nope. Dieses Vieh ist so creepy. Sprinte schon. Los. Alter, was war denn das für ein langer Raum? Einfach so ein langer Raum, wo das Vieh hinter mir ist. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt so ein langer Gang. Sprinte. 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 Sprinte, verdammt. Boah. Alter, das Vieh ist so penetrant, ne? Ich schwör's euch. Kommt das Ding jetzt eigentlich... Ah! Ich dachte gerade, ich kann sehen, wie es aus dem Rohr kommt, aber es teleportiert sich einfach raus. Das war nicht cool. Das war nicht cool. Da fand ich nicht so schön. Aber ist okay, Freund. Warum sind das denn jetzt so lange Gänge? Das Ding ist schneller als ich. Ich kann dem nicht wegrennen, wenn ich nicht sprinten kann. Alter, will das Spiel mich verarschen? Schon wieder? Ne, jetzt gerade geht's. Okay, da drüben ist die Tür. Beeilung, Beeilung! Scheiße. Das Problem ist halt, wenn die Gänge so lang sind und mein Sprintsaft leer ist, mein Sprintjuice, dann kann ich natürlich vor dem Vieh nicht mehr wegsprinten. Und wenn ich in normaler Geschwindigkeit laufe, ist das Biest nun mal schneller als ich. Was will ich denn dann machen? Dann beißt es mir halt von hinten in die Schienenbeine. Und das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Vor allem, weil Schienbeine so knöchern sind. Das schmeckt ja überhaupt nicht. So, Raum 660, Freunde. Auch dieser Raum war auf meiner Liste. So. Aber wir werden nicht vom Tausendfüßler verfolgt. Mal sehen, ob wir noch irgendeinen Gegner kriegen heute. Wir hatten jetzt schon wieder zwei Monster heute am Start. Ja. Und wenn es wieder ein drittes kommt, dann wird es so langsam aber penetrant hier. Dann mache ich mir so langsam Sorgen. Dann wird es so langsam ernst, glaube ich. So. Boah, ich dachte gerade, die Musik ändert. Ich dachte gerade, die Musik ändert sich und irgendwas folgt mir jetzt wieder. Aber nein. Alles gut, Freunde. Alles easy. Raum 666. Na, das ist ja passend. Die Zahl von dem Teufelmann, wie der da heißt. So,
Aber passiert nichts. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn die bei Raum 666 irgendwas Krasses eingebaut hätten. So, irgendeinen üblen Jumpscare oder... Der Teufel verfolgt dich. Ich weiß es doch nicht, Freunde. Brainstorming. Macht eine Liste. Macht eine Liste. Coole Sachen, die in Raum 666 hätten passieren können, wenn die Entwickler mitgedacht hätten. Aber das lockt. Wieso ist denn die Tür verschlossen? Willst du mich verarschen? Yo, stell mal vor, ein Monster wäre hinter mir gewesen und ich hätte zurückrennen müssen. Instant tot. Instant. Keine Chance mehr, da dich noch zu retten. Du hättest dann komplett am Monster vorbeirennen müssen. Und die hitten teilweise relativ schnell. Da frisst die dir hintereinander zwei, drei Hits. Dann bist du am Arsch. So wie Klopapier. Da bringt er die Vergleiche, Leute. Jetzt geht's aber los. Okay. 673, Leute. Das letzte Viertel bricht gleich wieder an. Und ich breche auch gleich. Und zwar in die Bahn, weil ich bin bahnbrechend. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt kommen die Rhymes, weil ich muss irgendwie die Zeit überbrücken, wenn nichts passiert. Und da kann ich ja ruhig mal anfangen, hier die Skills raushängen zu lassen. Und, ja, mehr wollte ich jetzt aber eigentlich nicht dazu sagen. Das reicht. Mehr habe ich nicht zu erzählen, Leute. Ja, wir werden jetzt einfach den Rest der Zeit hier vollkommen stumm verbringen und einfach rennen, bis irgendwas passiert. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß. Ist übrigens kein Standbild. Ich sage einfach nichts. YOLO. Easy peasy. GG. Well played. Noobs. Absolut kein Problem, Freunde. Es ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird noch gegen Ende jetzt bei dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das verkraftet. Vielleicht zensiere ich es auch jetzt. Weil... Nope! Nope! Hauptsache, wir werden wirklich nochmal verfolgt. Hör doch auf jetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt so ein Monster kommt. Bitte nicht. Hauptsache, der Kollege schon wieder. Weißt du? Nein, keine langen Gänge. Keine langen Gänge. Keine langen Gänge. Keine langen Gänge. Hör doch auf mit der Scheiße. Der Kacke. Nein, der ist hinter mir. Nope. Not good. Not good. Not good. Lauf, lauf, lauf. Einfach laufen. Einfach laufen. Gar nicht drauf hören. So, wir haben noch 7 Räume vor uns. Das wird ja jetzt wohl hier. Keine langen Gänge. Stop it. Scheißen Kacke, Alter. Noch 6 Räume. 6 Räume noch. Absolut kein Problem, Freunde. Absolut kein Problem. Ich sagte es gerade und ich sage es erneut. Absolutely. No fucking problem, dude. Okay, noch 3. Noch 3. Easy. Hauptsache, wir werden echt nochmal verfolgt gegen Ende. Komme ich überhaupt nicht klar. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass in den letzten 20 Räumen noch jemand kommt. Aber, Freunde, wie immer. Zack. Absolut kein Problem. Raum 700. Wir sind am Start. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich speichere erstmal. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Vermutlich irgendein Indie-Horror-Game oder einen Vlog, in dem ich euch Bullshit erzähle. Wir sehen uns dann, Freunde. Macht's gut und bis dahin.